sensible Phase für die Sprachentwicklung beginnt ab der Geburt des Kindes und schließt mit 6 Jahren ab. Die Kinder absorbieren die Sprache. Die Mutter lehrt die Kleinen nicht die Sprache, sondern die Sprache entwickelt sich auf natürliche Weise wie eine spontane Schöpfung. Und sie entwickelt sich auch nach bestimmten Gesetzen, die für alle Kinder gleich sind. In einem Montessori-Haus wird im Bereich der Sprache ein reichliches Angebot an verschiedenen Materialien den Kindern geboten. Insbesondere die Montessori-Sprachkarten eignen sich wunderbar im Bereich der Sprachförderung der Kinder und können sehr schnell und einfach zu Hause umgesetzt werden. Die Sprachkarten sind nicht nur leicht umsetzbar, sondern fördern die Sprachentwicklung und machen den Kindern richtig viel Spaß. Heute zeige ich euch 5 Aktivitäten, die ihr mit euren Kleinen ab dem Babyalter bis zu dem Vorschulalter machen könnt. Diese könnte man in beliebigen Sprachen vorbereiten. So machen wir das als eine bilinguale Familie, die Aktivitäten auf Russisch und auf Deutsch. Montessori-Kategorienkarten für Babys und Kleinkinder sind ein toller Anfang und eignen sich perfekt als erster Schritt in dieser Reihe. Bereits im Babyalter kann man die Karten anfertigen und so mit dem Baby spielen. Auf diesen Karten sind nur Bilder von gleichen Kategorien abgebildet, zum Beispiel Kleidungsstücke, Familienmitglieder, Kindermöbel, was das Kind so täglich sieht, Küchenutensilien, Körperteile oder für ältere Kinder Musikinstrumente, Transportmittel, Himmel, Erde, Wasser etc. Das Kind lernt, dass bestimmte Objekte, bestimmte Sachen in einer Kategorie zusammengruppiert werden können und natürlich lernt das Kind dabei einen neuen Wortschatz. Wichtig ist dem Kind auch das zu zeigen, was er erkennen kann, die Gegenstände, die das Kind umgeben. Aber auch kann man neue Kategorien einführen. Natürlich für ganz kleine Babys muss man schauen, ob die Kategorien zu seinem Alter passen. Bereits einem Baby kann man ein Set mit solchen Karten zeigen. Ich empfehle als erstes, mit den Familienmitgliedern anzufangen. Die Babys lieben es, die Gesichter anzuschauen. So lernen sie die Namen und Gesichter der Familienmitglieder, freuen sich, wenn sie auf den Karten erkennen und dabei können sie noch die Emotionen lernen. Kleidungsstücke, Körperteile, Familienmitglieder, Möbeln, Kindermöbeln, was das Kind sieht und kennt, solche Kategorien eignen sich perfekt für ein kleines Baby. Nicht nur Babys interessieren sich für bekannten Gesichter, sondern auch für uns Erwachsenen ist es super spannend zu wissen, wo unsere Wurzeln sind. Und heutzutage ist es einfacher als je zuvor herauszufinden, welche Herkunft man hat. Mit Hilfe von diesem DNA-Kit von MyHeritage kann man sich super schnell, easy und bequem auf eigenem Sofa zu Hause einen DNA-Test machen. Und das zu einem unschlagbaren Preis. Das Coole daran ist, dass man mit diesem DNA-Kit nicht nur ethnische Herkunft bestimmen kann, sondern herausfinden kann anhand von DNA-Ergebnissen, wo man Verwandtschaften bzw. Angehörige auf der ganzen Welt hat. Zusätzlich kann man mit Hilfe von MyHeritage einen Familienstammbaum anlegen, Fotos hochladen, andere Familienangehörige einladen, dass man gemeinsam diesen Familienbaum pflegt und sogar historische Aufzeichnungen über eigene Familien nachforschen. Auch alte Familienfotos kann man mit MyHeritage restaurieren und sogar schwarz-weiße Bilder in Farbe sehen. Also ganz, ganz viele coole Features und Möglichkeiten. MyHeritage hat mir freundlicherweise dieses DNA-Kit zugesendet und ich bin super gespannt herauszufinden über meine Herkunft. Im Kit sind enthalten eine Anleitung, kleine Plastiktüte, 2 Behälter und 2 Stäbchen für Wangenabstriche, ein Rückumschlag und Aktivierungscode. Für den Test werden die Speichelproben mit einem Wattestäbchen aus dem Mundraum entnommen. Anschließend das Wattestäbchen in den Behälter stecken, entlang der markierten Linie brechen und fest zuschrauben. Die Behälter soll man in dem transparenten Zipbeutel in dem beigefügten Briefumschlag verschicken. So, die Ergebnisse sind endlich da. Ich bin super gespannt. Es hat circa 4 Wochen gedauert, aber es waren auch Feiertage dazwischen. Ich habe mir die Ergebnisse noch nicht angeschaut und das mache ich mit euch zusammen. Und wenn ihr euch über meinen Akzent gewundert habt, jetzt finden wir heraus, wo ich herkomme. Ich melde mich hier in diesem App an. Ich bin aufgeregt. Ich spiele mal Intro ab.
Okay. 68,5% Osteuropäerin. Da wundere ich mich nicht. Also ich komme aus der Ukraine, meine Verwandtschaft kommt aus der Ukraine oder aus Russland. Das wundert mich überhaupt nicht. Aber was mich gewundert hat, 26,9% Balkanbewohnerin. Surprise! Das ist ja interessant. Vor allem fast 30%. Und 4,6% Nord- und Westeuropäerin. Also 4,6% ist schon ziemlich viel, weil ich gar nichts davon wusste. Ja, man sieht ja, dass MyHeritage 42 Ethnizitäten abdeckt und 2114 genetischen Gruppen hat. Das ist nämlich der größte DNA-Anbieter in Europa und der deckt ganz viele Regionen ab. Und man kann sogar nach Angehörigen suchen. Das habe ich nämlich gesehen. Man hat mir DNA-Matches angezeigt anhand von meinen DNA-Ergebnissen. Es zeigt mir an, dass in USA 805, Deutschland 328, Finnland 157. Da kann ich schon einige Leute kontaktieren und gucken, ob wir tatsächlich irgendwelche gemeinsame Vorfahren finden. Das ist ja super spannend und interessant. Da muss ich gleich meine Mutter anrufen und die Ergebnisse mit ihr besprechen. Alle Infos zu MyHeritage DNA Kit findet ihr in der Infobox. Und ich habe einen Code für euch. Mit meinem Code Mama Nadja bekommt ihr zusätzlich Versandkosten geschenkt. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos das Vollabo für Familiengeschichtenforschung zu testen. Und falls du dich im Anschluss fürs Abo entscheidest, sparst du 50% des Abo-Preises. Die ganzen Links und Informationen findest du in der Videobeschreibung unter diesem Video. Probier das mal aus, ich finde das super spannend. Diese Aktivität könnt ihr bereits mit einem Kleinkind machen, wenn das Kind 12 Monate, 15, 18 Monate ist. In dem Köpfchen befinden sich Objekte mit den Tieren zum Beispiel. Ich benutze Schleichtiere oder meistens benutze ich die Figürchen von Safari LTD Tubes. Ich werde das alles in der Videobeschreibung die Links hinterlassen, sodass ihr nachschauen könnt, wo ich die Objekte her habe. Und in einem weiteren Körbchen werden die Bildkarten der Tiere aufbewahrt. Zeigt es dem Kind, wie es die Objekte zu den Karten zuordnen kann. Zuerst legen wir die Karten von links nach rechts vor dem Kind hin. Danach holen wir die Objekte eins nach dem anderen aus dem Körbchen heraus und zeigen es dem Kind, wie es die zu den Karten zuordnen kann. Am Anfang braucht das Kind vielleicht mehrere Darbietungen. Aber wenn du merkst, dass das Kind nach ein paar Darbietungen trotzdem nicht das Konzept verstanden hat, würde ich die Aktivität erstmal wegräumen und in ein paar Wochen wieder rausholen. Vielleicht ist das Kind in diesem Moment noch nicht bereit für diese Aktivität. Beobachte dein Kind ganz genau und pass die Aktivität seiner Entwicklung an. Zuerst braucht das Kind eine Unterstützung, aber mit der Zeit, wenn es mit der Arbeit anvertraut ist, wird es die Aktivität aus dem Regal selber auswählen und mit der Zuordnung starten. Taktile Erfahrungen sind sehr wichtig. So übt das Kind neben dem neuen Wortschatz auch die Konzentration. Visuelle und kognitive Entwicklung wird gefördert. Achte darauf, dass es hochwertige Bilder sind oder Illustrationen. Sehr wichtig ist, dass das Kind die Objekte, wenn es mal in den Zoo geht, auch erkennt, dass es etwas darauf abgebildet ist, was das Kind wirklich im realen Leben da draußen sieht und wieder erkennen könnte. Man kann die Karten ganz einfach entweder selber erstellen, indem man Fotos von Sachen macht und danach ausdruckt, oder man kann die Bilder aus dem Internet verwenden. Im Montessori bewegt man sich von dem Konkreten zu den Abstrakten. Konkret waren die Objekte Gegenstände, die das Kind in die Hände nehmen konnte, anfassen konnte, anschauen könnte. Abstrakt sind natürlich die Karteikarten. Wenn das Kind die vorherigen Übungen schön gemeistert hat, kannst du zu der folgenden Aktivität übergehen. Wir machen Zuordnungsspiel, aber nur mit Karteikarten. Das heißt, es gibt keine 3D-Objekte mehr, sondern das Kind lernt, die 2D-Objekte zueinander zuzuordnen. Manchmal übergeht man direkt zu dieser Arbeit, weil es einfacher ist, die Karteikarten auszudrucken. Aber für das Kind ist dieser Schritt, die konkreten Objekte in der Hand zu halten, anzufassen, ist sehr wichtig und es wird nicht empfohlen, diesen Schritt zu überspringen. Von daher ist Schritt 2 ziemlich wichtig, vor allem für Kleinkinder zwischen dem ersten und zweiten Geburtstag. Super tolle Aktivität mit konkreten Objekten. Diese Arbeit, 2D-Objekte zueinander zu matchen, hilft den Kleinkindern, Objekte visuell zu unterscheiden,
aber diesmal auf völlig abstrakte Weise. Am Anfang können es die identischen Karten sein. Später könnte man die Bilder zu ihren Silhouetten zuordnen. Die visuelle Wahrnehmung wird hier noch mehr gefordert und dem Kind wird es sicherlich Spaß machen. Dieses Spiel eignet sich perfekt für die Kinder, die bereits Interesse an Buchstaben und Worten zeigen. Wenn du merkst, dass das Kind immer wieder fragt, ja, was steht hier, was ist das für eine Buchstabe oder vielleicht eigene Name erkennt oder fängt an zu fragen, was steht hier. Das Kind zeigt bereits Interesse an die geschriebene Sprache. In diesem Moment braucht ihr nicht loszurennen und euch Buchstaben zu besorgen oder dem Kind Alphabet zu zeigen und ihm versuchen, die Buchstaben beizubringen. Das perfekte Spiel, Einstiegsspiel in die Welt der geschriebenen Sprache ist dieses Montessori-Spiel, oder Aktivität, Anlautpaare bilden. Wir bilden Anlautpaare. Hier findet ihr wieder ein Körbchen mit den Gegenständen. In diesen sind zwei Miniaturen. Es finden sich jeweils Paare mit dem gleichen Anlaut. Wenn ihr mit dem Kind diese Aktivität durchführt, übertreibt immer mit der Aussprache der ersten Buchstabe. Frosch, Fisch, so dass dem Kind eigentlich klar ist, worum es geht. Frosch und Fisch fangen beide mit der Buchstabe F an. Vermeidet dem Kind die Buchstaben in Alphabetreihenfolge zu nennen und A, B, C zu sagen, weil später hat das Kind auch Schwierigkeiten beim Lesen, weil so hat er sich gemerkt, das ist die Buchstabe B, aber beim Lesen sage ich nicht B, sondern ich sage einfach B. Es heißt Butter. Eine Erweiterung könnte die Suche nach bestimmten Buchstaben in Mitte des Wortes sein oder am Ende des Wortes. Zum Beispiel habe ich hier Hase und Katze. Beide enden mit E und so kann das Kind andere Paare bilden. Sehr beliebt in einer Montessori-Community ist das Spiel ich sehe, was du nicht siehst. Das wird zu einem Anlautspiel umgewandelt. Und diese Aktivität kannst du wirklich überall durchführen mit dem Kind. Du kannst das im Auto spielen, beim Spazierengehen, beim Warten. Wir machen das sehr oft am Esstisch. Und wir suchen nach bestimmten Sachen, wenn ich sage, ich sehe, was du nicht siehst. Und das fängt mit Buchstabe B an. Beim Essen begrenzen wir uns nur auf die Gegenstände, die auf dem Esstisch liegen. Und so können die Kinder schneller das Wort Brot finden, was ich ja gemeint habe. Bei diesen Aktivitäten lernen die Kinder zuzuhören, dass die Wörter aus verschiedenen Bestandteilen bestehen, aus verschiedenen Buchstaben. Und das ist eine perfekte Vorbereitung auf das spätere Lesen, auf das spätere Schreiben. Also überspringen diese Aktivität nicht, die ist wunderbar für Kinder ab dem dritten Lebensjahr. Die letzte Aktivität, die ich euch da vorstellen möchte, sind die Reimkarten. Das ist sehr beliebt zum Beispiel heute bei meiner Tochter, die liebt zu reimen, die kleinen Gedichte zu lesen und zu hören, wie die Wörter sich reimen und wie man so mit der Sprache spielen könnte. Brauch, Maus, Haus. Maus, Haus. Das stimmt, du hast ein Reimpaar gefunden. Maus, Haus. Hose. Hose, Hose. Hose, Hose. Wallschall. Das ist eine tolle Aktivität für die Förderung der Sprache und gibt dem Kind eine Möglichkeit, den Klang der Sprache zu verstehen und ja, auch mit den Wörtern zu spielen. Dazu eignen sich verschiedene Bilder. Ihr könnt es selber herstellen oder ihr könnt bereits solche Reimkarten euch besorgen. Ich werde euch ein paar Links unter diesem Video in der Infobox hinterlassen, so dass ihr nach solchen Karten schauen könnt. In der Videobeschreibung ist auch der Couponcode für DNA-Kit. Vergiss es nicht, ihr zu besorgen, falls du Interesse hast zu erfahren, was deine ethnische Herkunft ist. Schreibt mir gerne auch in den Kommentaren, was sind eure Lieblingsaktivitäten zu der Sprachförderung bei euren Kindern. Natürlich gehört auch zu diesen Kategorien Bücher. Es ist selbstverständlich, dass man auch, wenn möglich, täglich oder mehrmals am Tag mit den Kindern Bücher liest, vor allem in diesem Alter. Ich freue mich, von euch in den Kommentaren zu hören. Ich wünsche euch auch alles Gute. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Tschüss!